Lehrer sein ist doch voll easy. Du bist schon auf Gate, ne? Alles, was ihr nicht schafft, bitte zu Hause zu Ende machen. Du unterrichtest einfach immer das Gleiche und viel frei hast du auch noch. Ich finde das extrem schwer, da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ab jetzt habe ich frei. Was habt ihr gerade in der Kabine gemacht? Ich bin heute den ganzen Tag bei Daniel im Unterricht am Start und guck mir an, wie stressig das als Lehrer wirklich ist. Also wir werden das Thema nicht ändern. Man hat schon das Gefühl, dass man irgendwie immer an zwei, drei Stellen gleichzeitig sein muss. Hey, was ist passiert? Nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Guten Morgen. Daniel ist 29 und seit 3 Jahren Gesamtschullehrer in Berlin. Momentan unterrichtet er 7. und 9. Klassen. Jetzt wird das Geheimnis gelüftet, ja, was ist passiert. Sagen, wie sieht's im Lehrerzimmer aus? Oh, Herr Dahlmann. Vorm Unterricht muss aber noch voll viel gemacht werden. Was musst du jetzt vorm Unterricht hier alles vorbereiten? Ich muss mich also quasi auf den ganzen Tag vorbereiten, heißt die Kopien vorbereiten für jede einzelne Stunde. An so einem Tag wie heute habe ich effektiv kaum Pause. Nach der Sportstunde muss ich mich darum kümmern, dass die Halle wieder vernünftig aussieht für die nächsten. Die 20-Minuten-Pause klingelt schon nach 15 Minuten ab. Dann kommt ein 4-Stunden-Block am Stück. Dementsprechend keine Zeit für Kopien. Muss okay, alles vorher erledigt krass, sein. Das ist ja schon ein bisschen viel. Ja, dann verlieren wir mal keine Zeit. Alles klar. Erste Stunde ist Klassenrat. Da können Schüler und SchülerInnen über Probleme sprechen und Wünsche äußern. Guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen. Fast keiner der Schüler und SchülerInnen hat Bock, in Sport zu tanzen. Nochmal. Zu viel durcheinander. Also wir werden das Thema nicht ändern. Wir haben gewisse Themen im Lehrplan drinstehen. Das machen wir. Wenn die ganze Klasse auf einmal ihr Sportzeug vergisst, kriegt ihr halt alle eine 6. Aber bitte, wenn du was sagen möchtest, lass geordnet sprechen. Psst. So, ich wollte Daniel halt zwischendurch eigentlich Fragen stellen. Aber man merkt halt schon so, wenn der hier die Aufmerksamkeit von den Kids wegnimmt, dann könnte das ein bisschen aus dem Ruder laufen. Das haben wir häufiger gemacht. Danke, Leute. Perfekt, danke schön. Wir können jetzt schon runter zur Halle, damit wir keine Zeit fürs Tanzen verlieren. Dankeschön. Weil ihr ja alle so heiß darauf seid. Ja. Laute Kinder können echt stressen. Ein Viertel der Lehrkräfte hat sogar Burnout-Symptome. Ziehen wir uns ein bisschen schneller um, Malek, ja? Okay. Jetzt haben wir auch noch so 2, 3 Minuten, um uns fertig zu machen. Er ist aber schon ein krasser Sack voll Flöhe, ne? Ja, auf jeden Fall. Und zur 8. Klasse wird es nicht unbedingt immer besser. Also dann kommt dann die Pubertätsphase. Jetzt sind sie immer noch ganz, ganz lieb und süß. Die schwierige Phase kommt noch. Bin gleich wieder da. Wegen dem ganzen Stress und weil er den Kids aber auch gerecht werden will, hat Daniel seine Stelle auf 70% runtergeschraubt. Jason, weil... Halbkreis so um mich herum. Schaut zu, dass ihr alle ein bisschen Platz habt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich möchte, dass ihr für die nächsten 10 Minuten euch einen eigenen Tanzmove auf 8 Schläge ausdenkt. So, jetzt hat man hoffentlich 10 Minuten, wo man ein bisschen weniger selber reden muss. Das geht auch immer ein bisschen auf die Stimme, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch nicht den Takt machen, weil ich 10. Wer denn? Kann nicht 10, wir wischen nicht. Schaffst du bis 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schaffst du, oder? Das wäre mir auch einfach hart zu anstrengend, die ganze Zeit Leuten zu sagen, so, ey, jetzt mach mal, jetzt tu mal, jetzt komm mal zu Potte und so. Das ist einfach hammer anstrengend, ey. Ihr habt 4 Gliedmaßen, die ihr benutzen könnt. Überlegt euch, was ihr machen könnt. Erstmal aber so unterrichtsvorbereitungsmäßig, so Sport, das ist doch voll entspannt, oder? Überhaupt nicht. Also gerade wenn man es fachfremd macht, muss ich mich extrem reinlesen. Und ich bin jetzt nicht ausgebildet im jahrelangen Jugendtanz oder ähnlichen. Das heißt, ich habe mir in den letzten Wochen sehr viele YouTube-Tutorials reingezogen. Wie lang ist dann so ein Tag so dann immer vor, wenn du so am Anfang stehst und da irgendwie noch den ganzen Kram zusammensuchen musst? Pro Schulstunde Vorbereitung nochmal vielleicht so eine 1/2 bis 3/4 Stunde dann oben drauf. Das heißt, an so einem Tag, wenn er voll war, war ich schon bei meinen 9 bis 10 Stunden. Okay, dann bitte ich euch einmal kurz umziehen. Nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Kommt öfter vor, dass man sich quasi irgendwas vorgenommen hat, was man dann nicht durchziehen kann? Ja, total, total. Also gerade am Anfang habe ich, sagen wir mal, ich weiß nicht, 4, 5 Erarbeitungsphasen in einer Doppelstunde irgendwie, habe kleine Erarbeitungsphasen.
dann gemerkt, dass ich vielleicht ein, zwei schaffe in so einer Stunde. Aber man muss ja auch irgendwie einen Stoff durchbringen oder so. Ist das dann nicht harter Stress für einen selber? Absolut, das ist eine Gratwanderung. Also auf der einen Seite gibt es natürlich Niveaus, die man erreichen muss und Inhalte, die man behandeln muss. Auf der anderen Seite möchte man die Leute ja auch nicht auf der Strecke liegen lassen einfach. Das heißt, wir müssen versuchen, alle abzuholen, gleichzeitig die Spitzenleute irgendwie zu fördern. Ist es echt ein Akt, da eine vernünftige Mitte zu finden. Es geht schon alles ein bisschen drunter und drüber. Daniel ist auch voll unter Feuer. Hätte ich so krass gar nicht gedacht. Aber es ist halt auch mal eine neue Perspektive. Und wenn ihr mehr sowas sehen wollt, dann abonniert doch einfach mal unseren Kanal mit Glocke. Dann verpasst ihr auch keines unserer Videos mehr. Und jetzt muss Daniel noch Stress unter Schülern regeln. Lass dich von den Ärgern nicht. Erstmal richtig, dass du Bescheid sagst. Ich wollte jetzt eigentlich gerade mit Daniel drüber quatschen, dass er seine Stunden reduziert hat, aber jetzt kamen Schüler heulen zu ihm und darum muss er sich natürlich erst kümmern. Herkommen! Wollt ihr selber sagen? Was denn? Was habt ihr gerade in der Kabine gemacht? Nichts. Ihr seid gerade in einem Alter, das ist sehr viel mit Scham verbunden auch. Das macht man doch nicht, man kann doch direkt reinschauen vom Hof. Pause rum? Pause schon rum? Okay. Ja, dann jetzt auch keine Pause gehabt, ne? Nee. Also ich dachte, ich kann meinen halben Kaffee noch zu Ende trinken von heute früh. Den muss ich wohl nach der dann sechsten Stunde trinken. Ah, ja, ja. Okay. Daniel wirkt total, als hätte er alles im Griff. Nachmittags erzählt er mir aber, dass er schon viel struggelt. Es ist echt schwer, das hier abzuschließen. Also das sagte ich auch schon mal. Ne? Also das ist nicht so leicht zu sagen, dass wir viel frei haben nach diesen Stunden, weil ich finde das extrem schwer, da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ab jetzt habe ich frei, weil ich die Sachen eben mit nach Hause nehme. Und weil ich dann vielleicht auch mal um 20 Uhr noch ein Telefonat habe, weil die Eltern selber arbeitstätig sind. Weil ich dann noch E-Mails schreiben muss, weil irgendwelche Ämter da auch relativ langsam sind, weil ich irgendwie helfe, noch Formulare auszufüllen, weil die sprachlich nicht in der Lage selber dazu noch sind. Das heißt, man hat halt zu Hause einfach zusätzlich zur Unterrichtsvorbereitung so viele Aufgaben, die dazukommen können, dass das echt schwer zu trennen ist. Dritte, vierte Stunde, jetzt ist wieder normaler Unterricht. Please prepare yourself for the English lesson. Heute geht's um Liverpool. Die Schüler und SchülerInnen gucken ein Video und müssen Infos daraus aufschreiben. Okay, let's go. So which were the most popular Beatles songs? Manche schreiben viel auf und andere gar nichts. Unterschiedliche Level in einem Raum. Den letzten schaffst du noch. Den letzten schaffst du. Baby, you can drive my car. Yes. Wie schwer ist das, so alle mitzunehmen? Schwer. Man hat schon das Gefühl, dass man irgendwie immer an zwei, drei Stellen gleichzeitig sein muss. Also am besten hier was erklären, vorne nochmal ansagen. Man muss im Kopf schnell schalten können. Hast du das Gefühl, dass du so 28 Leuten gerecht werden kannst? Es wäre schon besser, wenn es ein paar weniger wären. Ja, also ich denke, das spielt vor allen Dingen den Schülern in die Karten, wenn wir pro Person einfach auch mehr Zeit haben. Ihr packt bitte die Englischsachen weg und die Geo-Sachen schon mal raus, okay? Deutschland hat einen ordentlichen Lehrermangel. 50.000 sollen fehlen. Heißt für die Schüler, oft fällt Unterricht aus. Du bist schon auf Geld, ne? Rastet man da auch mal selber so ein bisschen aus? Ich habe in den ersten zwei Jahren auf jeden Fall mehr geschrien. Auf jeden Fall war meine Stimme mehr belastet. Ich habe andere Wege gefunden, hoffe ich, wie ich das anders lösen kann, besser lösen kann. Es stehen zu viele Leute. Hey, Lennox! Perfektes Beispiel, wenn ich jetzt rufen muss. Setz du dich bitte wieder. Und wissen, wie man eine Schlägerei regelt. Ja, ich schau mal. Da war ein Lehrer, aber er konnte damit nicht umgehen. Hey! Was ist passiert? Er gibt mir eine Schelle. Gar nichts, ich hab gar nichts gemacht. Magst du dich eben kurz an ihn kümmern? Passiert. Ich bin jetzt auch ein paar Minuten zu spät für den anderen Unterricht, denn es gibt für mich keine Pause dazwischen. Direkt weiter jetzt. Genau. Also ich bin basically jetzt schon drei Minuten zu spät. Aber gibt ja auch manchmal gute Gründe für eine Verspätung. Jetzt noch eine Stunde Unterricht in der 9. Klasse. Daniel muss Klassenarbeiten zurückgeben. Er hat so 6 Stunden durchgezogen, 4 Stunden ohne Pause. Ich habe Kohldampf des Todes.
Die ersten zwei Stunden waren ja auch völliger Tumult, so alles ging ein bisschen drunter und drüber. Dritte, vierte Stunde waren die Kids dann mega aufmerksam, voll gut mitgearbeitet. Aber dafür muss Daniel halt auch einfach richtig viel investieren, damit er halt diese Aufmerksamkeit überhaupt kriegt. Dann ist Lehrerkonferenz. So war zumindest der Plan. Darf ich dich 10 Minuten aus dieser Konferenz rausholen? Ja. Daniel muss auf Russisch dolmetschen. Eine Schülerin soll neu auf die Schule, aber der Vater spricht nur Russisch. Genau, du nimmst die mit. Ich habe gesagt, ich führe ein Gespräch. Wenn ihr nochmal Hilfe braucht, dann let me know. Ja, kein Problem. Alter, gibt es irgendwas, was du nicht machen musst oder kannst? Oder? Ich habe den Eindruck, dass ich damit gerade auch in der Schule ein bisschen weiterhelfen kann. Passiert aber tatsächlich auch manchmal in Unterrichtssituationen. Das heißt, ich bin dann gerade irgendwie in der Erarbeitungsphase oder mache etwas. Dann werde ich vertreten für 5 bis 10 Minuten, weil jetzt gerade auch die Anmeldungsgespräche alle stattfinden. Und genau, dass man da einfach ein bisschen sprachmitteln kann. Und dann ist noch Elternabend. Für ganze 200 ist Daniel Ansprechpartner. Jeden Tag muss er Fragen von ihnen beantworten. Wenn man jetzt so den ganzen Tag in Action ist, den ganzen Tag am Reden ist, so kommt man dann nicht abends nach Hause und ist so, boah, ey, ich bin fertig mit der Welt. Das ist so ziemlich genau der Modus, ja. Also gerade wenn man viel Sprechanteil hat, das ist heute zum Beispiel so ein Fall in jüngeren Klassen, übernehme ich gerne auch erstmal ein bisschen mehr von der Anleitung. Ich brauche dann erstmal auch für die Stimme eine Pause, aber auch für den Kopf erstmal eine Pause, dass sich die Dinge einfach alle erstmal so setzen können. Oh, ist ein krank langer Tag, ey. Und Daniel ist immer noch nicht fertig. Die Vorurteile gegen Lehrer einfach ciao, so. Der steht den ganzen Tag so unter Strom, muss seine Augen überall haben, Konflikte lösen, Eltern managen. Das ist so viel, echt ziemlich krassen Respekt dafür. Wenn euch das auch so überrascht hat, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Und wenn ihr keins mehr von unseren Videos verpassen wollt, dann lasst einfach mal ein Abo mit Glocke da, dann passiert das auf keinen Fall. Für einen anderen Film zum Thema Schule habe ich zum Beispiel Kitty getroffen. Der hat die Schule abgebrochen und stand dann auf einmal vorm Nix. Damals hat halt keiner von den Lehrern von irgendwem dort an dieser Schule an mich geglaubt. So, das war halt so, ach, ja. Aus dir wird eh nichts. Das Video findet ihr hier oben und darunter gibt es noch ein Video von unseren Kollegen von Follow Me Reports. Die haben was gemacht zum Thema Angst vor der Schule.